Als Stammburg der Grafen von Tirol seit dem 12. Jahrhundert kann man Schloss Tirol durchaus als die Wiege des Landes Tirol bezeichnen. Und spätestens seit der konstituierenden Sitzung des EVTZ Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino am 13. Oktober 2011 ist es auch zum Symbolschloss der Europaregion geworden. Seit letztem Jahr liegt dessen Führung nun in den Händen des Kunsthistorikers Leo Andergassen. Wir waren dort und haben uns mit ihm über seine Liebe zur Kunstgeschichte und seine Visionen für Schloss Tirol unterhalten. Jede Liebe hat ihren Anfang. Bei mir war es so, dass die Liebe zur Kunstgeschichte sicherlich schon irgendwo in den Jahren der Kindheit, der Volksschule da war. Denn ich erinnere mich, ich habe mir Kunstführer gekauft und ich kam natürlich aus ganz einfachen Verhältnissen. Und da musste ich natürlich selbst um solche Kunstführer kämpfen. Und in der Oberschulzeit hatte ich mal die Gelegenheit, 2 Sommer lang in Rom zu verbringen. Und das hat natürlich die Entscheidung bekräftigt, später auch Kunstgeschichte zu studieren. Und so ist es dann auch gekommen. Von 1998 bis 2007 war Andergassen Direktor des Diözesanmuseums in Brixen. Darauf wurde er für 5 Jahre zum Landeskonservator berufen und im vergangenen Jahr übernahm er schließlich das Museum Schloss Tirol. Schloss Tirol, was dann unmittelbar danach kam, ist jetzt wirklich für mich eigentlich, was möchte ich sagen, so etwas wie ein Traum, weil man hier arbeiten kann. Man kann wissenschaftlich arbeiten, weil man die Wissenschaft natürlich auch für die Vorbereitung der laufenden Aktionen benötigt. Man kann für Kataloge tätig werden, man kann vermitteln, man kann konzipieren und man hat auch die nötigen Ressourcen dafür. Und das ist eigentlich sehr schön. Und hier für Schloss Tirol schwebt man natürlich vor allem die Kulturgeschichte als solche zu pflegen. Mit Stolz blickt Leo Andergassen auf die jüngste Ausstellung über Kinderporträts im Laufe der Geschichte von 1500 bis heute zurück. Ja, die Ausstellung Kinderporträts zeigt erstmals diesen Querschnitt 1500 bis heute anhand einer ausgewählten Objektreihe, die natürlich symptomatisch steht für einen viel größeren Zusammenhang, auch für einen viel größeren Bestand an Objekten. Das Porträt an sich wird vervollständigt durch die Geschichte, die im Hintergrund steht. Im Mittelpunkt des Museums Schloss Tirol steht ohne Zweifel der Bergfried, dessen museale Aufarbeitung der Zeitgeschichte bis zum Ende der Ära Dornwalder fortgeschrieben wird. Der Bergfried ist der einzige Bauteil, der einzige groß sichtbare Bauteil des 20. Jahrhunderts. Natürlich der untere Stumpf stammt noch aus dem Mittelalter vom Bergfried. Und dieser Bergfried ist also wie eine füllbare Tüte für das Geschichtsbewusstsein des 20. Jahrhunderts, vor allem auf Südtirol bezogen. Er ist im 20. Jahrhundert gebaut worden und wird auch inhaltlich mit dem 20. Jahrhundert gefüllt. Im nächsten Jahr stehen bereits interessante neue Projekte an, wie uns Leo Andergassen erklärt. Wir haben jetzt eigentlich auch im Planen der nächsten Aktionen vor, dass wir für das nächste Jahr, für 2016, eine Ausstellung organisieren zur Landschaftsgrafik im Tiroler Raum, 17. bis 19. Jahrhundert, mit dem Arbeitstitel Vom Ende der schönen Welt. Und zum Zweiten wird es auch im nächsten Jahr Schloss Tirol als Objekt sein, 10 Geschichten aus 10 Jahrhunderten. Und wir sind wirklich in dieser bevorzugten Position, dass uns nach Süden alles offen steht und auch nach Norden. Und man muss sozusagen beide Grundausrichtungen, beide großen Kulturen, die hochinteressante italienische Kultur und natürlich auch die deutsch-österreichische Kultur mit da hereinholen. Mit seiner ganz eigenen Vorstellung vom Museum entlässt uns Direktor Andergassen wieder in die Normalität des Alltags. Wir haben die Geschichte nicht im Griff, wir haben die Zukunft nicht im Griff, die Gegenwart entschwindet uns. Aber ein Museum zeigt eigentlich, dass es doch einen Raum über diese Schnelllebigkeit hinweg gibt, die uns so quasi auch in dieser menschlichen Dimension einfach einen schönen Fermentboden bietet. Und das ist ein Museum. Leo Andergassen findet es spannend, die Auseinandersetzung mit der visuell erfahrbaren Geschichte zu führen und die Themen von gestern ins Heute heraufzuziehen.